dass wir die Anfangsphase komplett verschlafen haben. Weiß nicht, die ersten 10, 15 Minuten, dann noch früh die zwei Tore kassiert haben. Danach haben wir uns eigentlich relativ gut gefangen, waren gut im Spiel, haben den Gegner kontrolliert, dann auch die Anschlusstreffer gemacht, was wichtig war vor der Halbzeitpause. Und ja, dann haben wir uns einfach vorgenommen, so weiterzumachen, wo wir aufgehört haben in der ersten Halbzeit. Ich denke, das haben wir auch gemacht. Wir haben den Gegner, denke ich, total beherrscht, auch wenig zugelassen, viel Druck erzeugt, aber leider konnten wir keinen Ertrag gewinnen daraus aus dem Druck, den wir erzeugt haben. Wir waren nach 10 Minuten 2-0 hinten. Das war, glaube ich, das war perfekt für die Admira. Denn seitdem haben sie nichts mehr gemacht. Sie haben sich nur hinten reingestellt und wir haben versucht, das Spiel zu drehen. Wir haben, glaube ich, sehr gut gespielt. Wir haben viel investiert. Wir haben noch nicht so viel investiert wie heute, glaube ich, läuferisch. Wir haben alles gegeben. Ja, nur der Ball wollte nicht rein und ja, so verliert man sein bitteres Spiel. Und ja, jetzt sind wir draußen aus dem Cup und sehr bitter für uns. Ja. Wir waren nicht in den ersten, ja, weiß nicht, 15, 20 Minuten, kannst du jetzt nicht genau sagen, nicht eng genug am Mann. Also so viele Chancen darf man dem Gegner dann nicht geben, gerade in der Anfangsphase. Danach hat meine Mannschaft einfach eine gute Reaktion gezeigt, hat gezeigt, dass sie das Spiel drehen will. Und trotzdem ein 2-0 ist natürlich schwer gegen eine so defensiv eingestellte Mannschaft, dann auch die Räume zu finden. Ich denke, trotzdem hat die Mannschaft das versucht und hat es auch geschafft, Chancen herauszuspielen. Leider haben wir im Moment nicht das Schussglück und das nötige Glück im Moment, dass der Ball dann auch mal reingeht. Und deswegen hat der Mira dann am Ende das Spiel gewonnen. Ja, wir haben dann extrem viel Druck gemacht, den Gegner bespielt, aber wir müssen uns einfach vornehmen oder angewöhnen, mehr daraus zu machen, weil ich meine, das bringt uns auch nichts, die ganze Zeit viel Druck zu machen, den Gegner zu bespielen, aber daraus keinen Ertrag ziehen. Wir haben sehr viele Chancen gehabt. Ich glaube, das war immer der letzte Ball hat immer gefehlt. Der letzte Ball ist fast nie angekommen. Ja, und war ein paar andere Chancen, wo der Torwart sehr gut haltet. Und ja, wenn man das Glück bei uns ist, dann geht es vielleicht 2-2 aus. Und Verlängerung gewinnen wir, aber ja, so geht es 2-1 aus nach dem Spiel, wo wir sehr viel investiert haben. Wir müssen schauen, dass wir direkt Samstag das Spiel in der Meisterschaft angeht, denn die Meisterschaft sagt die Wahrheit. Und wenn wir das Heimspiel gewinnen, was natürlich nicht einfach wird, dann sind wir wieder drin und können unsere Ziele wieder angehen. Im Cup ist es nun mal so, dass man das nicht gut machen kann, dass man ausgeschieden ist. Und ja, deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf unser Ziel in der Meisterschaft. Ja, ich denke, jeder muss jetzt selber für sich wissen, wie er das am besten abbaut. Die letzten negativen Resultate, und da müssen wir halt alle gemeinsam da rauskommen, uns wieder zusammenschweißen als Mannschaft, was wir, denke ich, auch können. Und ja, dann fehlt uns einfach nur ein glücklicher Moment, den wir jetzt gegen St. Pölten wieder erzielen können, und da müssen wir einfach wieder drauf aufbauen, wo wir aufgehört haben. Nach dem ersten Spiel habe ich mal richtig Gas gegeben bei meiner Mannschaft und habe gesagt, es geht nicht so. Deswegen am Ende war ich dann auch mit der Leistung zufrieden, mit den letzten 70 Minuten. Und das müssen wir einfach mitnehmen, weil im Fußball geht es nur so, dass man immer nach vorne schauen muss und nicht mehr zurück. Natürlich wissen wir, was wir für Fehler gemacht haben. Da werden wir drüber reden und wir schauen, dass wir das gegen St. Pölten abstellen, weil das wird sicherlich auch ein schwieriges Spiel, wo der Gegner sicherlich nicht auch voll mitspielt, sondern auch mehr aus der Defensive kommt und dann auf Konter lauert. Das ist nun mal, damit müssen wir uns die ganze Zeit eigentlich beschäftigen, außer gegen Red Bull oder vielleicht gegen Rapid. Das haben wir in der Vergangenheit ganz gut hingekriegt, nur im Moment nicht. Aber wie gesagt, im Fußball geht das alles so schnell, dass wir am Samstag auf einmal wieder an zweiter Stelle stehen oder an dritter und die Sonne scheint wieder. Und darauf müssen wir dann jetzt Wert legen und mit der Mannschaft sprechen und sie darauf einstellen.